Dieses Video ist aus der Serie Schnelle Hilfe aus der Praxis oder für die Praxis. Und zwar die Frage, Hilfe, mein Bodendrucker geht nicht mehr. Unter Administration, Systemeinstellungen kommen Sie zu der Verwaltung. In der Verwaltung haben Sie in der Karteikarte verkauft die Möglichkeit zu bestimmen, ob Sie einen DIN A4 Ausdruck für den Bodendruck verwenden oder tatsächlich einen Bodendrucker. Wenn Sie sich wundern, warum unter Hardware Ihr Bodendrucker nicht mehr auswählbar ist, ist der vielleicht der Grund, dass in der Karteikarte Verkauf hier DIN A4 Ausdruck steht. Wir wählen Bodendrucker, können nun auf Hardware gehen und können nun sagen, wir wollen einen Drucker also auswählen. Wenn Ihr Bodendrucker wohlgemerkt per USB installiert ist, also angeschlossen ist, haben Sie einen Druckertreiber im Windows installiert und Sie sollten in der Systemsteuerung Ihres Windows Ihren Drucker finden. Dann können Sie hier sagen Bodendrucker mit Windows-Druckertreiber und nun zeigt Ihnen Wabi Profi 3 alle von Ihnen installierten Drucker auf. Sollte Ihr Drucker hier oder hier Bodendrucker nicht mit aufgeführt sein, wichtig, wenn er per USB installiert ist, angeschlossen ist und Sie einen Druckertreiber installiert haben, dann haben Sie den Druckertreiber noch nicht korrekt, also nicht installiert oder noch nicht korrekt installiert oder eventuell nach einer Installation den PC noch nicht neu gestartet. Also das könnten die Ursachen sein. Dann wählen Sie dementsprechend Ihren Druckertreiber aus und sagen okay. Wenn Ihr Bodendrucker seriell angeschlossen ist, seriell bedeutet er emuliert einen COM-Port, dann wählen Sie den dementsprechenden COM-Port aus Bodendrucker an COM 1, 2, 3, 4 und so weiter und sagen nun Test. Wenn Sie es richtig ausgewählt haben, dann druckt er. Und wenn Sie einen COM-Port wählen, der vielleicht auf Ihrem System nicht vorhanden ist, und wir haben hier sehr viele, dann erhalten Sie im Normalfall eine Meldung, dass dieser Port auf Ihrem System nicht vorhanden ist. Also gesagt, wir haben auf unserem System hier an die 20 Ports, deswegen kriegen wir hier auch keine Fehlermeldung. Okay, wie bekommen Sie das raus, welche Ports Sie haben? Die einfachste Variante ist Systemsteuerung, dann auf System gehen und nun auf Gerätemanager. Im Gerätemanager sehen Sie, ich ziehe es mal her, hier oben bei Anschlüsse COM und LPT, welche Anschlüsse bei Ihnen auf dem System vorhanden sind. Dazu klicken Sie diesen kleinen Dreieck an und erhalten dann eine Liste mit den verfügbaren Anschlüssen auf Ihrem System. Okay. Ja, und dann sollte Ihr Bodendrucker auch wieder funktionieren. Wenn die Kassenschublade angeschlossen ist, hier einfach sagen Kassenschublade am Drucker, dann können Sie es nochmal testen. Und Sie haben hier die Möglichkeit, die Ansteuerungsart zu wählen. Ich persönlich würde Ihnen OCX empfehlen, wenn es serieller Anschluss ist, wohlgemerkt. Ja. Und ja, dann haben Sie Ihren Bodendrucker schon erfolgreich konfiguriert und er sollte nun drucken.